wir sind gerade am Schrank aufbauen und meine Mama hat schon mal fleißig Vorarbeit geleistet, wenn es nicht noch arbeiten macht. Und wir sind jetzt ungefähr so weit. Ich zeige euch das mal. Also dieser Teil steht ja schon. Ist übrigens ein Eckkleiderschrank, wird was. Und meine Mama steht ja schon bereit mit dem nächsten Brett. Und wir machen jetzt weiter und ich melde mich, wenn es einen neuen Zwischenstopp gibt. So, Stand der Dinge. Er steht schon mal in der Ecke. Und zwar so hier. Okay. So. Jetzt kommt halt oben noch alles dran. Die Tür, die Einlegböden und sowas. Aber wir machen jetzt erstmal ein Päuschen. Und ja, so sieht es erstmal aus. Ich wollte mich jetzt noch mal kurz melden, was vorher jetzt alles mega kreuz und quer, denn ich hatte nämlich, wir haben heute nämlich übrigens Freitag und ich hatte heute Frühschicht und eine kurze Schicht, deswegen konnten wir das ganz gut so handeln, dass wir heute den Schrank gut aufbauen. Meine Mama hat nämlich heute auch frei gehabt und gestern hatte sie halt Spätschicht und gestern hat sie Frühschicht gehabt und konnte deswegen schon mal ein paar Bretter und sowas vorbereiten und deswegen konnten wir heute schon anfangen und ja, wie gesagt, die Ecke steht jetzt erstmal. Müssen noch oben, muss oben noch was ran, die Einlegböden und dann die Türe noch. Und ja, was noch mega cool ist, ich weiß nicht, wann ihr diese Vlogs alle sehen werdet, denn mein Laptop ist kaputt. Ich warte jetzt darauf, dass mein Bruder wiederkommt. Der ist nämlich gerade beruflich unterwegs und er müsste nächste Woche eigentlich wieder nach Hause kommen. Und ich hoffe, er kann mir irgendwie helfen. Ich vlogge natürlich trotzdem weiter, irgendwann werden die Vlogs dann kommen. Leider alle verspätet. Ich hatte allerdings auch noch Hauls gedreht und alles. Ich habe genug Material, aber kann damit momentan nichts anfangen. Genau, das ist jetzt gerade der Stand der Dinge. Morgen gehe ich auch nochmal arbeiten und dann habe ich 2 Tage frei. Und ich hoffe, wir werden dann bald fertig mit meinem Kleiderschrank. Und ja, mehr habe ich momentan nicht zu sagen. Ihr seht mich dort. Mein Schrank ist jetzt ready. Alles fertig. Die Türen sind eingestellt. Alles. So sieht er aus. Ist wie gesagt ein Eckkleiderschrank. Hat 2 Spiegel, was mega gut ist, um Fotos zu machen und was abzufilmen. Und von drinnen sieht er so hier aus. Also so sieht er aus. Und das werde ich jetzt erstmal alles einräumen. Ich war gerade noch mal schnell in der Stadt unterwegs, habe jetzt mega Schluck auf und habe ja, mich hat irgendwas gestochen. Aber ich habe noch kurz ein paar Kleinigkeiten gekauft und die zeig ich euch mal ganz schnell. Und zwar habe ich einmal diesen Kissenbezug geholt. Okay, lasst euch bitte nicht von meinem Schluck aufbeirren. Diesen Kissenbezug geholt. Der ist von Teddy. Dann habe ich mir einmal so ein kleines Wattestäbchen oder so einen kleinen Wattestäbchenbehälter geholt für meine Wattestäbchen für den Schminktisch. Und dann habe ich mir, ist auch von Teddy, und bei Rossmann habe ich mir einmal 2 LED-Touchlights geholt. Und zwar sehen die so hier aus. Die werde ich mir in meinen Kleiderschrank oben reinkleben, wenn, weil hier zum Beispiel steht drauf, super helles Licht in der Küche oder im Kleiderschrank. Und das sind 2-mal solche LED-Lampen. Und dann habe ich mir von Rossmann noch Pflegesöckchen geholt. So sehen die aus und die sind halt dazu da, wenn man zum Beispiel eine Fußmaske oder so macht, damit man das sich die Socken über die Füße ziehen kann, damit das besser einzieht und man halt die Fußmaske zum Beispiel nicht überall hinschmiert oder so. Also ja, ganz praktisch. Und dann noch ganz einfach so eine Box hier, die war auch von Teddy. Die ist einfach für meine Schals
und sowas, weil die Box, die ich habe, die ist zu klein. Deswegen habe ich die mir geholt. Und ja, das war es eigentlich schon. Der Rest sind ein paar Geschenke, die ich euch leider nicht zeigen kann. Und jetzt werde ich mich darum kümmern, meinen Schrank einzuräumen. Hier sieht es schon mega chaotisch aus. Ich muss noch die ganzen Beutel von dem Zimmer nebenan rüberholen. Und dann werde ich mich mal daran machen, meinen Schrank einzuräumen. Irgendwie habe ich keine Lust. Aber was muss, das muss. So, also ich habe jetzt hier die ersten Tüten und ich werde jetzt mal ins Nebenzimmer gehen mit meinen coolen Hausschuhen und werde mal diesen ganzen Rest auch noch rübertragen. Nice, alles, wow, wo soll das alles hin? Ich habe keine Ahnung. Und werde das jetzt alles mal rübertragen. Und dann, hier hängt übrigens auch noch was. Und dann versuchen, das alles in meinen neuen Schrank einzuräumen. Morgen. Ich habe mich am Wochenende nicht mehr gemeldet, weil der Akku meiner Kamera alle war und ich dann nicht mehr weiter vloggen konnte, wie ich meinen Schrank einräume. Deswegen zeige ich euch das noch mal kurz. Also, das ist jetzt die eine Hälfte. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles drin. Hier auch. Und da oben habe ich übrigens auch noch eine Lampe, die dann halt meinen ganzen Kleiderschrank beleuchtet, dass ich dann quasi, ich habe quasi hier wie so einen kleinen begehbaren Kleiderschrank. Und ja, das ist jetzt alles fertig. Und ich bin mega happy, dass ich jetzt endlich einen Kleiderschrank habe. Wie ihr seht, der ist ja mega groß. Und ja, jetzt habe ich endlich einen neuen Kleiderschrank. Es passt alles rein und ich habe immer noch Platz und habe jetzt ja auch endlich zwei Spiegel, was mega cool ist für Fotos und sowas. Und ich habe mir gerade meine Haare gewaschen und geglättet, denn am Mittwoch geht es für mich zum Friseur. Da lasse ich mir meine Haare wieder färben, also heller färben. Und deswegen habe ich die geglättet, weil sich das dann einfach besser macht. Und ich hoffe, dass die Woche mein Laptop wieder repariert wird, dass ich endlich wieder Videos schneiden kann. Meine Speicherkarte hier von meiner Kamera ist übrigens auch fast voll. Ja, alles klar. Und gestern habe ich einen Chill Day gemacht und heute habe ich auch frei. Deswegen werde ich heute auch noch etwas, ein paar Sachen erledigen. Und ich melde mich, sobald es wieder was zu vloggen gibt.